Ich kenne Walter Matto einerseits aus ein seltsames Paar, andererseits als der genervte Nachbar von Dennis, aber gemeinsam mit Julie Andrews und Tony Curtis hat er offensichtlich auch in dem Film Ein reizender Fratz mitgespielt. Und warum genau sollte ich mir diesen Film auf DVD oder Videokassette oder vielleicht sogar Blu-ray kaufen? Generell irgendeinem Format, das ich nachher abspielen kann. Nein, ich habe eben durch Zufall die Super 8 Filmrollen davon entdeckt, eine davon zum Preis von 3 Euro und habe damit aber im Gegensatz zu beispielsweise Hallo Janine, wo ich nur den dritten von 3 Teilen habe, hier unter Anführungszeichen den kompletten Film natürlich brutal gekürzt, so wie das damals bei den Super 8 Filmen üblich war, dass man einfach nicht den kompletten Film bekommt, sondern nur einen Ausschnitt davon. Aber was ich relativ cool finde, ist, dass diese Argolo-Film ja teilweise sogar schon auf Hardboxen und so weiter verwendet wurden, dass diese Artworks hier, diese eben einfachen Fotografien, Robert würde mich jetzt wahrscheinlich gerne sehr böse anschauen, wenn er das hört, aber eigentlich so hässlich sind. Ich meine, das Bild von Teil 2 finde ich ja irgendwie noch ganz cool, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Irgendwie sieht das alles aus, ist ein bisschen einfach nix, aber hat dann auch hinten noch 3 Bilder drauf und ist irgendwie für sich genommen eine interessante Geschichte, definitiv. Hier mit den beiden Spines übrigens auch irgendwie ein Kult Look, den man ganz öfter sehen kann, wenn man nur ganz kurz einmal reinschauen. Hier bei mir in der Sammlung der erste Teil nicht wirklich in perfektem Zustand. Da ist schon einiges passiert. Hier übrigens auch noch ein Hinweis, den ihr nicht lesen kann. Wurscht. Drinnen eben die Super 8 Filmrolle, die eben auch ein bisschen Ding ist, wo man da ein bisschen sogar ziehen und schieben kann. Aber interessant wäre es einfach wirklich, was wie das heutzutage aussieht. Weil eben, wenn man solche Sachen, solche Relikte sich mehr oder weniger anschaut, da kann ja alles passieren. Da kann dir während dem Anschauen der Film reißen. Es kann plötzlich die Rolle durchbrennen oder es kann mehr oder weniger überhaupt kein klares Bild mehr rauskommen, weil der Film so schlecht gelagert wurde, dass er es einfach nicht überlebt hat, obwohl zumindest das nicht passieren sollte. Aber es ist einfach eine spannende Sache, vor allem, weil auch ich eben gar nicht weiß, wo diese Rollen herkommen, was sie schon alles erlebt haben, ja quasi. Aber, haben wir noch einmal ein bisschen da in Richtung Film, wenn er irgendwann einmal starten würde. Alter, da zahlt man, da starten wir sogar mit einer Texteinblendung, aber eben einer, die ich unmöglich fokussieren kann. Ich verstehe es, Kamera, dass du statt Ein reizender Fratz lieber auf Spiel mir das Lied vom Tod gehst. Aber es ist, wie gesagt, sicher jetzt aktuell einer der seltsamsten Bestandteile meiner Sammlung, aber einer, der mir relativ wichtig war, genauso wie ich damals einfach, als ich dieses Konzept zum ersten Mal gesehen habe, wusste, okay, ich muss mindestens einen Film-Soundtrack als Vinyl haben. Mittlerweile habe ich, glaube ich, ungefähr 30, aber so wirklich viele kommen da auch nicht mehr dazu, weil ich eben einfach wirklich nur die Kultfilme haben wollte.